صلي على نبينا، صلي على محمد. درس حديث، Vortrag aus den Überlieferungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Verehrte Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Dars-e-Hadith-Reihe hier auf MTA. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل محموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه فما محموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ berichtet, dass der heilige Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gefragt wurde, wer denn der Beste unter den Menschen ist. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete, jener, der einen reinen Herz besitzt und immer die Wahrheit sagt. Die Sahaba sagten, o heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der immer die Wahrheit sagt, das verstehen wir. Aber was heißt, einen reinen Herz zu haben? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, reines Herz hat die Eigenschaft, dass dieser keine Neigung zu Sünde, Verrat, Groll und Neid hat. Das Thema des heutigen Dars-e-Hadith lautet das Fernhalten von dem Groll und dem Neid. Liebe Zuschauer, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist für uns Muslime ein vollkommenes Vorbild. Selbst der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betete zu Allah Ta'ala, dass er ihm vor jeglichen Gefühlen des Grolls und des Neids schützen soll. Hazrat Ibn Abbas berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam während des Dua dies sagte: O mein Herr, nimm meine Reue an und erlösche meine Sünden, erhöre mein Gebet, festige meine Argumente und gib meiner Zunge die Kraft, immer wahrheitsgemäß auszusagen, gib meinem Herzen Rechtleitung und reinige meine Brust von Groll und Neid. Dies zeigt, dass das Empfinden von Groll und Neid sehr schlechte Eigenschaften sind, vor diese wir uns schützen sollen. Es heißt sogar, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einst sagte, auch derjenige, der für seinen Bruder Groll, Hass und Feindschaft empfindet, dessen Zeugensaussage zu akzeptieren, ist nicht gestattet. Einige Zuschauer stellen sich vielleicht im Moment die Frage, was ist denn die Definition vom Neid, beziehungsweise wann merke ich denn, dass ich Neid verspüre? Neid verspüren wir immer dann, wenn wir uns mit anderen vergleichen und feststellen, dass diese uns in irgendeiner Hinsicht überlegen sind. Dieser Umstand ist vor allem dann schwer für uns zu ertragen, wenn die betroffene Person uns besonders ähnlich ist. Nehmen wir doch als Beispiel das Geld. Bitte nehmen Sie sich einen kurzen Moment Zeit, um über die folgende Frage nachzudenken und beantworten Sie diese dann für sich selbst. Wie viel Lohn würden Sie Ihrem Arbeitskollegen zugestehen im Vergleich zu Ihrem eigenen Gehalt? Liebe Zuschauer, Geld, Erfolg und Glück im Leben. Wenn jemand besser dran ist als wir, werden wir schnell gelb vor Neid. Doch warum müssen wir unsere eigenen Leistungen immer an denen anderer messen? Neid verspüren wir auch dann, wenn unsere Emotionen uns dazu verleiten, die Erfolge anderer kleinzureden
und ihnen womöglich sogar Steine in den Weg zu legen. Aber angeblich, trotz seines schlechten Rufs, ist der Neid offenbar eine ziemlich vertraute Gefühlsregung. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns genau aus diesem Grund, dass wir keinen anderen Menschen Steine in den Weg legen, gelehrt. Er sagte, beneidet euch nicht gegenseitig und empfindet weder Bosheit noch Feindschaft füreinander. Werdet wie Brüder, Allahs Diener. Auch die Psychologen raten dazu, den eigenen Neid lieber in Schach zu halten. Dabei könnte es zum Beispiel helfen, sich eigene Ziele zu setzen und nicht mehr auf den anderen zu schielen. Liebe Zuschauer, auch das Gefühl des Grolls ist wie das Empfinden von Neid etwas Schlechtes. Groll ist ein Gefühl, das den emotionalen Zustand vieler Menschen beschreibt. Und er induziert Verhaltensweisen, die die Person in diesem Zustand halten. Groll neigt dazu, mit einer gewissen Hartnäckigkeit zu kommen, die ihn resistent gegen die Maßnahmen macht, die wir ergreifen, um ihn loszuwerden. Wir Menschen hegen Groll, weil wir uns ungerecht behandelt fühlen, weil jemand unsere Erwartungen nicht erfüllt oder uns verletzt hat. Wir empfinden Ablehnung gegenüber der Person, die uns dann das angetan hat. Und wenn wir Groll hegen, vergessen wir diese Meinungsverschiedenheiten mit jener Person nicht. Wir brauchen dann viel mehr Zeit, um das Geschehene aufzunehmen, um zu vergeben und weiterzumachen. Wir könnten die Auswirkungen des Grolls mit denen des Tragens einer Tasche voller Ziegelsteine vergleichen. Sie sind eine Last, die unsere körperliche Gesundheit gefährdet. Liebe Zuschauer, die islamische Lehre ist solch eine schöne Lehre, die einen Menschen von solchen Dingen abhält, die schlechte Auswirkungen sowohl auf seine Gesundheit als auch auf seine Spiritualität haben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte diesbezüglich, in der Woche werden zweimal, also Montag und Donnerstag, die Taten eines Menschen Allah Ta'ala vorgelegt. Einen Gläubigen wird verziehen, aber einen, der Groll zwischen sich und seinen gläubigen Bruder empfindet, den nicht. Und es wird gesagt, lasst die gehen oder gibt ihnen so lange die Möglichkeit, bis die das Groll untereinander beseitigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, derjenige, der diese drei negative Eigenschaften nicht besitzt, also als Götzendiener sterben, den Zauberer und Magier folgen, Groll für seinen Bruder im Herzen zu hegen, dieser Person wird Allah Ta'ala, wenn er will, die anderen Fehler verzeihen. Liebe Zuschauer, ich möchte das heutige Dars mit den Worten von dem verheißenen Messias a.s. beenden. Er a.s. sagte, haltet euch fern vom Groll und Neid, empfindet in euren Herzen keine Bosheit, behandelt euren Feind nicht so, wie ihr es für euch nicht selber wünscht. Und er sagte auch, es sollte kein Gebot Allahs geben, welches ihr vernachlässigt bzw. nicht erfüllt. Haltet euren Körper gepflegt und euren Herz rein von Groll, Bosheit und Neid. Dies ist das, was Allah von euch verlangt. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.